Hallo Bienenfreunde, ich komme eben von einem meiner Stände, habe da ein paar Völker durchgearbeitet, Honig rausgenommen, Volk umgestellt, also Wintersitz eingerichtet und ich habe maximal 4 Völker ging's, bis zum 4. Volk ging's. Und dann war eine Schlägerei am Stand, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich musste aufhören. Ich konnte noch nicht mal die 4 Völker füttern, was an sich mein Ziel gewesen ist, dass es alles mit einem Rutsch geht. Ja. Aber war halt nicht möglich. Also beim ersten Volk merkt man gar nichts. Beim zweiten Volk, drittes Volk, da ist schon was zu spüren. Und beim 4. Volk geht's ab, geht's durch die Decke. Wir haben gerade Trachtlücke. Und wenn man da einige Völker hintereinander macht, ich habe schon versucht, die Völker, also nicht direkt die nebeneinander stehenden Völker zu machen, direkt hintereinander, sondern da schon wieder einen Abstand, einen größeren Abstand vom eingemachten Volk, ein nächstes Volk überspringen, dann das andere Volk nehmen. Aber 4 Völker, mehr geht nicht. War die Hölle los. Und dann habe ich natürlich ein paar Altwaben rausgenommen, habe gleichzeitig auch noch die Wabenhygiene gemacht oder mache die Wabenhygiene. Da kommen dann natürlich solche Waben raus, alte Schinken, durch und durch schwarz bis in die Ecken. Aber auch hier sieht man ja, die Bienen haben das schon wieder propolisiert, die Ränder. Das heißt also, da stimmt was nicht mit der Wabe, die wollen sich dagegen schützen, muss unbedingt raus so ein Zeug. Dito, noch ein bisschen Pollen drin, sieht man. Aber hier darf natürlich jetzt, ich mache nicht gern Pollen raus. Die Bienenvölker, die lagern sich so viel Pollen ein, wie sie brauchen, wie sie wollen, wie sie haben wollen. Auch hier wieder mit Pollen. Eine Wabe, die eigentlich noch ein Jahr hätte können drin bleiben. Aber hier wurde ein Mittelstreifen, habe ich einen Mittelstreifen nur eingesetzt. Man sieht, hier sind die Arbeiterinnenzellen gebaut. Und die, was die Bienen angebaut haben, die ist erst ein Jahr im Einsatz und sieht so aus. Was die Bienen angebaut haben, links und rechts, das sind Drohnenzellen. Also das passt natürlich auch nicht, klar. Die haben das richtig schön schwarz bekommen innerhalb von einem Jahr. Hier wäre auf jeden Fall noch ein Jahr möglich gewesen, aber der Bau der Wabe, das Wellige, das ist jetzt eine Sache, die ich so nicht haben will. Auch in einer Drohnenwabe, man sieht es an den größeren Zellen. Und Drohnenwaben, die gehören natürlich jetzt raus. Außer sie sind noch bebrütet, klar, habe ich ja schon gezeigt im Video. Ich mache auch jetzt keine Drohnenbrut kaputt. Jetzt im Winter, obwohl sie an sich keine Drohnen mehr brauchen. Wenn noch Brut auf den Waben ist. Ich habe 4 Völker durchgemacht. Das sind jetzt 15 auszuschmelzende Rähmchen. Muss ich heute Abend machen noch. Da ist ein Bienchen. Na, komm doch. Wo bist denn? Du hast hier drin keine Chance, Mädel. Komm her. Der muss man natürlich helfen. Klar. Wir spielen. Also ich mache auch im Winter keine Drohnen, vernichte keine Drohnenbrut. Sie brauchen keine Drohnen mehr. Wenn noch Drohnenbrut drauf ist auf der Wabe, dann lasse ich die im Volk drin, dürfen die schlüpfen. Die Bienen dürfen das regeln. Das ist bei mir so. Tja, 15 Waben rausgenommen. Ich habe 4 Völker durchgearbeitet. Jeweils die dritte Zarge weggenommen. Das sind 40 Waben. Dann habe ich jeweils in den Zargen 1 und 2 jeweils links und rechts eine Wabe rausgenommen. Ihr habt das gesehen, wie ich das mache im Wintersitz, oben und unten. Das sind auch nochmal 16 Waben. Also müsste ich doch eigentlich 56 Waben haben. Das sind aber nur 15. Da fehlen 41 Waben. Kann ich sagen, wo die sind. Hoppala. Hier. Den Honig habe ich rausgeholt aus den Völkern. Ja, die haben tatsächlich Honig reingebracht. Okay, hier sind jetzt noch 2 Kisten von anderen Völkern. Die 4 Völker haben jetzt
etwas über 70 Kilo Honig mir gebracht. Ist nicht sehr viel. Gut, wenn ich jetzt den Schnitte zurechne, wo ich die Völker, wo ich einige der Völker im Raps stehen gehabt habe, das sind auch noch pro Volk waren das dort roundabout im Schnitt gerechnet 8 Kilo. Wenn ich jetzt hier 4 Völker, etwas über 70 Kilo rechne, sind es dann 80 Kilo mit dem Rapshonig. Dann wäre das pro Volk 20 Kilo. Jahresergebnis dieses Jahr ist nicht berauschend. Deckt auch nicht die Kosten, die Grundkosten, aber hilft zumindest bei. Und jetzt muss ich noch mal an Stand und muss die Völker füttern. So, jetzt bin ich am Stand. Ich habe einige meiner Völker aus dem Wald zurückgeholt und bis auf die vorderen 4 schon durchgearbeitet, immer Stück für Stück. Einige stehen noch im Wald. Und ich bin heilfroh um diese neuen Fluglochöffnungen, die ich habe, um die neuen Böden. Mit den alten Böden wäre es eventuell kritisch geworden. Ich habe bei der Bearbeitung der Völker auch gleich die neuen Böden reingetan mit den neuen Fluglochbegrenzungen. Hier habe ich die Möglichkeit, das Flugloch größer oder kleiner zu machen. Die lasse ich bei kleineren Ablegern, lasse ich sie in der Regel auf 2 Bienenbreite. Hier kann ich auch noch verschieben das Hölzchen oder kann es auch ganz dicht machen. Weil bei diesem Volk war richtig Schlägerei am Ende der 4 Völkerbearbeitung. Deswegen habe ich, obwohl das ein starkes Volk ist, habe ich das Volk sehr, sehr klein vom Flugloch begrenzt. Ich will es mal wieder ein bisschen erweitern. Das sieht man jetzt schon wieder normal aus. So, da haben die ein bisschen mehr Platz. Ich habe das sehr, sehr schmal machen müssen, weil hier hat es mir wirklich so ausgesehen, als ob es Probleme gibt. Das Rein- und Rausrasen aus der Beute war ein bisschen... Klein Erna, was ist los? Schwirrt da um mich herum. War ein bisschen verdächtig, ob es Räuberei war oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn zu viele Bienen raus und rein flitzen bei einer Beute, dann ist besser, man geht mal davon aus, dass es eine Räuberei ist. Hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Es sind halt einfach viele Bienen hier. Man sieht auch, da ist viel Betrieb am Flugloch. Aber es sieht man nicht nach Räuberei aus. Sieht man jetzt wieder ganz normal aus. Im Gegensatz zu vorher. So, dann werde ich mal wohl. Ich habe hier noch die Futtereimer stehen. Und jetzt werde ich da mal ein bisschen reingeben. Natürlich sind einige Scoutbienen am Fliegen und schauen, wo man nicht irgendwo was herbekommen kann. Ich muss mich also schon beeilen, auch mit dem Füttern. Unter Umständen wird die eine oder andere Biene in die Futterkammer reinfliegen und da kann man halt da nichts machen. Da habe ich gestern schon mal ein bisschen was reingegeben. Gut, die brauchen nichts, die haben noch. Die sind neu bearbeitet. Die kriegen. Da ist ein Bienchen drin, ist aber tot. Einfach ein bisschen zu wenig. So, das sind etwa 7 Kilo, was jedes Volk so als ersten Schluck bekommt. Ja, jetzt passt.
Das Schöne ist an diesem Futter, es zieht die Bienen nicht an, gibt keine Räuberei. Manche stehen ja total auf Zuckerwasserfütterung. Naja, Risiko hoch 10. Viel gespart ist nicht dabei, das ist wirklich lächerlich, was man dabei einsparen kann. Ja, wenn man den Zucker sehr günstig kauft, kann man ein bisschen sparen, aber viel gespart ist nicht. Vor allen Dingen ist dieses Futter schon teilinvertiert. Das heißt, die Bienen haben es wesentlich leichter zum Verarbeiten, zum Einlagern. Wesentlich leichter und keine Räuberei. Man kann, egal welche Tageszeit, kann man die Bienen füttern. Diese ganze Anrührerei mit Zuckerwasser, der ganze Umgang, die Kleberei, der Boden klebt, alles ist verpappt. Überall die Kristalle, no, no, no. Das ist nichts für Papis Sohn. Papis Sohn macht es da besser. Oder? Vielleicht. Seiner Meinung nach besser. Sagen wir es mal so. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Die hatten schon mal gestern einen kleinen Schluck, die haben das alles schon weggepowert, das kriegen die nur ein bisschen was. Komm, Bienchen. Weg. Ja. Na, gemerkt, keine Räuberei. Bienchen, du musst raus. Neugierige gibt es immer, aber das ist nicht der Hype auf die Kohlehydrate, sondern das ist einfach nur die Neugier, weil die alles absuchen. Weg, da ist noch nichts drin. Neugierig. Hopp, schnapp. Ist schnell passiert. Nein, du gehst raus. Und zu. Nächste Herr, dieselbe Dame. So geht's. Mehr brauche ich nicht zeigen jetzt. Das reicht jetzt. Wenn es deinem Video gefallen hat, würde es mich auch wieder freuen, klar. Mal schauen, vielleicht sehen wir es auch im nächsten Bienenvideo.